wenn es nur eine Stunde wäre. Aber egal, die SPD jedenfalls feiert immer noch. Warum? Das konkrete Regieren hat dann auch gar nicht angefangen. Mehr dazu von Barbara Kuster. So, meine Damen und Herren, ich mache es kurz. Ich bin kein Freund von langen Worten. Das, was man sagen will, sollte man kurz und bündig tun. Und ich sage es auch nur einmal und dann nie wieder. Guten Abend. Ja, dann schauen Sie sich erst mal satt an mir. Hat man ja nicht oft auf deutschen Bühnen sauber, ordentlich und gepflegt. Ne? Mann, war das heute wieder ein Tag. War das heute wieder ein Tag. Da hat man früh schon mit den Topfpflanzen gesprochen, um sie auf die Klimakatastrophe vorzubereiten. Nicht? Hat sich schön angezogen, sauber, ordentlich und gepflegt, aus dem Fenster gewunken, weil das Google-Auto kam vorbei. Nicht? Und dann noch J.R. J.R. ist mein Mann. Ich sage Ihnen, die Mannhaltung ist nicht so einfach. Ja, er heißt ja nicht J.R., er heißt Jens Rainer. Aber ich nenne ihn immer J.R., weil er so ein Macher ist, nicht? So ein absoluter Macher. Also nicht im Haushalt, nein. In der SPD. Ja, er gehört zu dieser Kategorie der Weltverbesserer, nicht? Muss es ja auch geben. Oder wollen Sie es machen? Na, sehen Sie. Nein, er tut das in seinem bescheidenen Rahmen als SPD-Unterbezirksgeschäftsführer. Ja. Ich sage mal, ich mache Kabarett und tue Realsatire. Und da ist er einfach viel besser. Was hat dieser Mann gekämpft in seinem Leben? Das sage ich Ihnen. Was hat dieser Mann gekämpft? Bei jeder Wahl. Plakatierung, Infos, Infostände und alles Mögliche hat er gemacht, ja. Und ich kann mich erinnern, da hat die CDU direkt vor unserem Haus plakatiert. Da hat J.A. aber die Kettensäge rausgeholt und hat der Merkel den Pony abrasiert. Ja, und dann ist es doch wieder geworden, nicht? Da war er fix und fertig, ich. Aber jetzt... Jetzt ist ja J.A. in Hochstimmung. Mein Gott, was hat der und seine Genossen gefeiert bei uns im SPD-Unterbezirksbüro? Was haben die gefeiert bis zum Anschlag? Früh musste ich ihm die Kompressen auflegen. Nee. Ja, ja. Na, hier Hamburg, Olaf Scholz, absolute Mehrheit der Sitze, ja. Mein Gott, was sahen die anderen alt aus, ne? Die CDU, völlig blass. Die Grünen, ein bisschen messerlippig, so, ne? Weil sie nicht mehr reinkam in die Koalition. Nur die Dame da von der FDP, die hat durchgelächelt, nicht? Ja. Ja, aber immerhin 6,6%, ne? Ja, Olaf ist ja jetzt der Hero der SPD, ne? Das ist der Mann, der aus der Kälte kam. Ja, da fehlt bloß noch die Prinz-Heinrich-Mütze, ne? Und hier. Ja, der wird schon als Kanzlerkandidat gehandelt. Echt? Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Stellen Sie sich mal vor, Olaf Scholz mit einer kurzen Blondhaarperücke, ja? Sieht aus wie die Merkel. Ja, die haben die gleiche Ausstrahlung. Ja, das gleiche überbordende Temperament haben die. Ja? Kleiner Scherz am Rande. Ja. Ich gönn's Ihnen ja. Ich gönn's ja der SPD. Die haben ja wirklich eine schlimme Zeit hinter sich gebracht. Eine ganz schlimme Zeit. Ja, die Umfragewerte im Keller. Wenn man die Leute gefragt hat, dann haben sie gesagt, SPD? Ah ja, 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 ich erinnere mich. Ist die kleine Splitterpartei da von Linken, nicht? Und dann kam noch die Kunde aus dem Willy-Brandt-Haus, dass die Basis schrumpft. Ja. Da hat sie ja aufgeschrien. Hat geschrien. Was haben wir nur falsch gemacht? Da habe ich zu ihm gesagt, J.A., alles. Ja, man weiß doch gar nicht mehr bei euch, an was man ist. Erst macht er Hartz-IV-Gesetze, dann wollt ihr sie halbwegs wieder verändern, weg damit und dann ja, und dann seid ihr euch nicht mal einig, wie? Da konvertiere ich doch gleich zu den Linken da hier, zu der Gesine da, Lötsch hier mit ihrem Kommunismus. Nee. Soll sie machen, ne? Wegen mir. Ach, lass es nochmal versuchen. Ja. Nur mit mir nicht, ne? Also ich habe das alles schon durch. Ich brauche das jetzt nicht nochmal. Oder wollen Sie es? Ja, ich komme aus dem Osten. Haben Sie gar nicht gemerkt, ne?
Das merkt man gar nicht mehr heutzutage. Echt? Wir riechen auch nicht mehr. Deo, alles. Aber um nochmal auf Gerard zu kommen, gestern Abend sitzen wir beim Abendbrot. Da kriegt er ja wieder so einen Schub, ja? So einen richtigen Schub. Da springt er auf, reißt das Fenster auf, reißt dabei noch meine blutstillende Agave runter, ja? Und schreit aus dem Fenster, dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen. Ich sage, das wird jetzt erstmal nichts mit dem Morgenrot. Der Wetterbericht hat Frühnebel angesagt. Aber G.A. lässt sich ja nicht durch die Realität irritieren, nicht? Nein, der hat sich gleich seinen roten Münteschal umgehangen, ist in sein Zimmer gegangen, ne? Hat da die Kerzen vom Willy-Brandt-Gedächtnisschrein angezündet und hat Fürbitte gehalten für die Wahlen hier in Baden-Württemberg, nicht? Und dann zum Schluss hat er noch auf seine kleine Voodoo-Puppe eingestochen. Die sieht aus wie Westerwelle. Ja, der Mann hat schon die ganzen Einstiche im Gesicht. Das war... Sie sehen, meine Damen und Herren, die Mannhaltung ist nicht einfach. Machen Sie es gut.